Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Sehr verehrter Herr Direktor Schuller, meine Damen und Herren, lieber hochwillkommener Heinrich Detering, hätten wir in Deutschland noch eine Monarchie, wäre mein Gast von heute Abend, wie Thomas Manns Gustav von Aschenbach, längst in den Adelstand erhoben worden. So müssen wir uns an Dänemark halten, dessen Königin Heinrich Deterin jüngst zum Ritter schlug. Ich versage es mir, die unheimlich angewachsene Reihe seiner Taten, Ämter und Würden aufzuzählen und beschränke mich auf die Feststellung, dass sie seiner Kenntlichkeit nichts anzuhaben vermochten. Er ist ja auch nicht als Göttinger Professor und Inhaber von skandinavischen, amerikanischen und chinesischen Gastprofessuren, nicht als Mitglied und Präsident von Akademien hier, sondern in seiner Eigenschaft als Autor wundervoller literarischer Monographien und Essays und nicht zuletzt als preiswürdiger Lyriker. Im 5. Band von Marcel Prousts Recherche, dem Roman »Die Gefangene«, fällt dem Ich-Erzähler beim Spielen einer Klaviersonate des fiktiven Komponisten Vinteuil die Ähnlichkeit mit einer Stelle aus dem Tristan auf. Er legt die Partitur über die der Sonate und dann ist nur noch, bei Proust, nur noch von Wagner die Rede. Ich verspüre, lesen wir, bei meiner Bewunderung für den Bayreuther Meister keines der Bedenken derer, die sich wie Nietzsche eine Pflicht daraus machen, in der Kunst wie im Leben die Versuchung durch die Schönheit zu meiden, die sich ebenso von Tristan losreißen, wie sie den Parsifal verleugnen und die durch geistige Askese von einer Kasteiung zur anderen dem blutigsten aller Kreuzwege folgend sich schließlich zur reinen Erkenntnis und vollkommenen Anbetung des Postillon von Longjumeau erheben. Das ist ein Proustscher Satz, der ist halt mal, die sind halt mal so lang. Das geht gegen Nietzsches Wagner-Verdammung, meint die Umkehrung des Nietzsche contra Wagner. In der dünnen Luft der reinen Erkenntnis herrscht der Dogmatismus des Wahr oder Falsch. Ich habe auch bei meiner Lektüre des Buches von Kurt Flasch, Warum ich kein Christ bin, ist mir auch immer dieser Dogmatismus des Wahr oder Falsch, dieses erbarmungslose Entweder-Oder in die Quere gekommen, also gegen die Lektüre. Es gibt aber auch eine Wahrheit jenseits dieses ausweglosen Entweder-Oder, die Wahrheit der Kunst und der Religion. Was Proust Nietzsche als blutige Kasteiung vorwirft, heißt bei Thomas Mann Selbstüberwindung. Im ersten Fall führt die ästhetische Askese in die Sackgasse der Anbetung zweitrangiger Kunstwerke wie Adolphe Adams Oper, der Postillon von Longjumeau. Tatsächlich bekanntlich galt Nietzsches übertriebene Begeisterung Bizet's Carmen. Im anderen Fall, im Fall der Selbstüberwindung, ist eine späte Rückkehr zum Überwundenen möglich. Hören Sie ein noch unveröffentlichtes Gedicht Heinrich Deterings mit dem Titel Parsifal. Über das Saale bei Naumburg im halkyonischen Licht, nebelhaft Klingsors Traumburg wie das zweite Gesicht. Fast schon blind, geblendet jetzt zwischen 3 und halb 4,
lauschend den Kopf gewendet, Oheim, was wirret dir? Jenseits des Endes der Pfade, auf denen er sich verstieg, nebelhaft die Scharade und immerzu Klingsors Musik. Über der Saale bei Naumburg im halkyonischen Licht, nebelhaft Klingsors Traumburg wie das zweite Gesicht, fast schon blind, geblendet, jetzt zwischen 3 und halb 4 lauschend den Kopf gewendet, Oheim, was wirret dir jenseits des Endes der Pfade, auf denen er sich verstieg, nebelhaft die Scharade und immerzu Klingsors Musik. Der Titel Parsifal und Klingsors Musik verweisen auf Wagners Weltabschiedswerk. Naumburg konnotiert den kranken Nietzsche, der jenseits des Endes der Pfade, auf denen er sich verstieg, also jenseits der reinen Erkenntnis, der er seine Liebe zu Wagner, die Mitleidsmoral und das Christentum geopfert hat, hingegeben der Parsifalmusik lauscht. Das Zitat aus Wolfram von Eschenbachs mittelalterlichem Parsifal-Epos, Oheim, was wirret dir, ist die berühmte sogenannte Mitleidsfrage, die der junge Parsifal angesichts des an seiner geheimnisvollen Wunde grausam dahinsiechenden Gralskönigs Amfortas nicht zu stellen wagt, weil er von Gurnemanz gelernt hat, ein Ritter sult nicht viel gefragen. Erst nach Jahren des Umherirrens findet Parsifal zum Gral zurück, wissend geworden, dass christliche Liebe höher steht als das Reglement vollendeten Rittertums. Die Mitleidsfrage wird zur Erlösungsfrage, für Amfortas, aber auch für Nietzsche. Er, der seine ganze Wortkunst gegen den Parsifal seines ehemaligen Freundes aufgeboten hat, denn was ihr hört, ist Rom, wendet lauschend den Kopf nach Klingsors Musik. Das Kontra ist aufgehoben in einer Balance, die Schönheit nicht länger aus der Wahrheit ausschließt. In Thomas Manns Vortrag über Nietzsches Philosophie im Lichte unserer Erfahrung heißt es, die Person des Jesus von Nazareth ließ er, Nietzsche, unberührt von seinem Hass auf das historische Christentum. Um des Endes des Kreuzes willen, das er in tiefster Seele liebte und auf das er selber willentlich zuschritt. Diesen Satz hat Heinrich Detering in ein ganzes Buch verwandelt, Der Antichrist und der Gekreuzigte, in dem er Nietzsches späte Texte einschließlich der sogenannten Wahnsinnszettel auf eine die übliche exegetische Literatur konterkarierende, zugleich mit philologischer Virtuosität operierende und existenziell erschütterte und erschütternde Weise interpretiert. Und er ist in einem großen Nachwort-Essay zu des Basler Theologen Franz Overbeck, Erinnerungen an Friedrich Nietzsche, den Selbstmaskierungen und Rollenspielen eines Mannes nachgegangen, der erst in den wechselnden Masken des Narren, des Freigeists, des Dionysos, des Antichrist und des Ecce Homo Gekreuzigten ein Selbst sein konnte. Den Identitätsspielen, Rollenanverwandlungen, Pseudonymien kreativer Menschen gilt Heinrich Deterings besonderes, seinerseits sehr kreatives Interesse. Wo in der Literatur Indirektheit, Verschlüsselung, Camouflage, originelle Mischung aus Fiktion und Faktizität am Werk sind, wo Texte mit doppeltem Boden, verschiedenen Schichten, mehrdeutigen Botschaften entstehen, kommt die Wünschelrute dieser außerordentlichen Ars Interpretandi in Bewegung und wird fündig. Dabei
wird das kunstvolle Gewebe, dieses sprachmächtige Produkt aus Verbergen und gleichzeitigem Offenbaren wollen, nicht aufgelöst. Es wird vielmehr durchsichtig. So verschafft uns der Autor von Büchern wie Das offene Geheimnis 1994 oder Juden, Frauen und Literaten Thomas Mann 2005 den Zugang zu ungeahnten geistigen Reichtümern, bringt uns das Kompositionswunder, den Beziehungszauber großer Dichtung nahe. Das offene Geheimnis ist ja eigentlich fast schon sein Opus Maximum, aber es kommen sicher noch viele maximösere, das ist 1994 erschienen und ist jetzt gerade als Studienausgabe, die schon 2005 kam, schon eine Studienausgabe raus, in dritter Auflage erschienen, ganz, ganz druckfrisch, vielleicht liegt sie auch vorne. Ich empfehle sie Ihnen sehr, es ist ein absolutes Meisterwerk. Die Fallbeispiele sind breit gestreut. Zwischen dem schwer zu fassenden Bob Dylan, dessen Verwandlungsspiele im Namen Alias ihre Grundformel haben, und Bertolt Brecht, der in der Maske des das Nichthandeln lehrenden Lao Tse, man soll dem den harten Stein mit der Zeit besiegenden weichen Wasser seinen Lauf lassen, gegen den revolutionären Geist eines Konfuzius und Lenin in der eigenen Brust antritt, Brecht. Thomas Mann ist geradezu der Prototyp einer Autorschaft, die unter dem Zwang steht, immer neue Masken zu entwerfen, um der Inkorrektheit eine lebensmögliche Form zu geben. Das ist ein Thomas Mann-Zitat auch. Der Inkorrektheit eine lebensmögliche Form geben im Schreiben. Mit vielen Deteringschen Vorzugsdichtern teilt er, Thomas Mann, außerdem die Herkunft aus dem Landstrich, dem auch sein Interpret entstammt. Herkunftsorte heißt das 2001 erschienene Buch, in dem er Arbeiten über Klaus Groth, Friedrich Heppel, Detlef von Lilienkron, Theodor Storm, die Mann-Brüder versammelt. Ihnen gemeinsam ist die schleswig-holsteinische Heimat, von der sich noch in den feinsten Verästelungen ihres Werks Spurenelemente finden. Und die Grenze in Richtung Dänemark hat bekanntlich eine fließende Vergangenheit. So gehört auch Hans Christian Andersen dazu, der Dichter neben Thomas Mann und Bob Dylan, dem Detering seine größte interpretatorische Aufmerksamkeit gewidmet hat. Die von ihm übersetzten Gedichte Andersens sind in einem eigenen kleinen Band greifbar. Es braucht kaum gesagt zu werden, dass die Akzentuierung der Herkunft nichts mit Josef Nadlerscher Blut- und Bodengebundenheit zu tun hat. Im Werk der von Detering behandelten Autoren gehören Heimat und Heimweh untrennbar zusammen. Mit dem Herkunftsort ist sein Verlust verbunden. Wir haben es mit Epochenumbruch, Zerrissenheit zwischen verschiedenen Kulturen, metaphysischer Obdachlosigkeit zu tun. Ich kehre zum Lyriker zurück. Wie schon die eingangs zitierten Parsifalstrophen gezeigt haben, lässt sein Verfasser auch sonst alle möglichen Personen im Gewand seiner Verse auftreten. Viele seiner Gedichte sind Rollengedichte. Der Titel eines der geglücktesten lautet Kilchberg. Es eröffnet den vorläufig jüngsten Band von 2012, Old Glory. Hier wird Thomas Mann, der Schöpfer so zahlreicher Selbstmaskierungen, der in Kilchberg bei Zürich sein letztes Domizil fand, seinerseits zur Maske. Denn es ist keine Frage für mich, dass im lyrischen Porträt des Dichters auch die Züge des Porträtisten, des Lyrikers Heinrich Detering, erkennbar sind. Ich lese es Ihnen vor, das kurze Gedicht. Ich hoffe, er liest es uns auch noch mal vor. Kilchberg. Täglich andere Ängste und immer dieselbe Angst. Die erste, die letzte, die längste, dass du nicht langst.
dass du nie genug bist, dass du nie genügst, dass deine Sicherheit Lug ist, dass du lügst. Angst vor offenen Plätzen, Gier nach dem eigenen Platz, nachts das alte Entsetzen, morgens der nächste Satz. Ich weiß gar nicht, wie die vorher Eingeladenen das gemacht haben nach dieser wundervollen Einführung, ihre peinliche, nur noch peinlich sein könnende Selbstdarstellung zu geben. Also danke, lieber Albert, für diese Einladung. Danke, dass ich hier in diesem wunderbaren Raum stehen darf. Und danke für dieses einfühlsame Porträt. Albert von Schirndingen, meine Damen und Herren, hat in der Frankfurter Allgemeinen das zuletzt vorgelesene Gedicht ja schon einmal vor kurzer Zeit analysiert, interpretiert, sodass ich dachte, da hat mich mal wirklich jemand aufmerksam gelesen und verstanden. Das war ein sehr, sehr schönes und beglückendes Gefühl. Da ich in der Kürze der Zeit und um Sie nicht zu langweilen, nur Gedichte vorlesen kann, eigentlich mit ein paar Erläuterungen zwischendurch, denn es ist nicht die Zeit, um mir ein paar ausgewählte Aufsätze oder Buchkapitel zu präsentieren. Da das so ist, will ich zwei kurze Vorbemerkungen machen. Erstens, für mich sind, das hat Albert von Schirndingen ja schon sehr schön deutlich gemacht, das lyrische Schreiben, das essayistische Schreiben, das literaturwissenschaftlich-analytische Schreiben Teile eines kontinuierlichen Zusammenhangs. Sie haben ihre verschiedenen Stillagen und Sprachen, diese Teile, aber sie sind nicht getrennt, sondern sie kommen aus einer Person hervor und entstehen am selben Schreibtisch. Die zweite Bemerkung ist, damit Sie gleich merken, was Sie eigentlich hören, ich schreibe Gedichte in unterschiedlichen Formtraditionen. Auch die gehen ineinander über, aber lassen sich auch akustisch unterscheiden, wenn man nicht mitlesen kann, sondern nur hören muss. Ich schreibe Gedichte, die sich reimen, das haben Sie schon bemerkt. Und ich glaube auch, dass mit dem Reimen noch sehr vieles möglich ist, dass dessen Möglichkeiten noch keineswegs ausgeschöpft sind. Ich schreibe Gedichte sodann in festen Vers- und Strophenformen, die sich nicht reimen, denen man es manchmal anmerken kann, wenn man zum Beispiel Blankverse oder einen Odenmaß wiedererkennt, denen man es aber gerne auch nicht anmerken soll, wenn nämlich nur die Silben eines Verses gezählt werden. Ein fast mechanisches Verfahren, werden Sie sagen, aber das ist der Reim ja auch. Und die silbenzählenden Versmaße von 10, 11 oder 12 Silblern haben den großen Vorzug, dass das Gedicht einerseits unaufdringlich Understatement prosaisch wirkt, andererseits aber auf eine nicht ganz fassbare Weise eine Festigkeit hat, die eben nur das Silbenzählen ihm geben kann. Und drittens schreibe ich auch Gedichte, die einfach so moderne Gedichte sind und sich eigentlich in ihrer Komposition durch die grafische Anordnung auf dem Papier erschließen. Aber ein paar davon habe ich mitgebracht und hoffe, Sie werden doch etwas raushören. Früher gab es diese Landkarten, auf denen an den Rändern die Welt zu Ende war, weil sie noch nicht zu Ende entdeckt war, weil man nicht genau wusste, was jetzt noch kommt hinterm Nordmeer oder im Inneren Russlands. Und da standen dann vom Kartografen fantasievoll gezeichnete Zeichnungen von Meerungeheuern oder Drachen und Stereotyp der Satz Hic habitant leones, hier wohnen die Löwen, hier beginnt die Wildnis. Mitten in Schleswig-Holstein, unweit der Stadt Neumünster, in der ich zur Welt kam, wenn Sie an diesem feierlichen Ort den unfeierlichen Ausdruck erlauben, am Arsch der Welt, liegt Vrist, eine kleine Bahnstation, durch die jeder, der mit Schleswig-Holstein zu tun hat, hindurchfahren muss. Und aus unerfindlichen Gründen hält der Zug immer in Vrist. Danach heißt mein Gedichtband, denn dieses Vrist ist für mich auch ein metaphysischer Ort. Vrist. Wenn irgendwo die Schrift erscheint, Hic habitant leones, dann ist vermutlich Vrist gemeint. Ich weiß es. Ich bewohne es. Ich lebe hier im Zwischenreich aus Himmeln und aus Mooren. Die Welt ist mir inzwischen gleich. Der Welt ging ich verloren. Hier werd ich sein, wenn nichts mehr ist. Nicht Löwe, Land noch Karte. Die Ewigkeit sieht aus wie Vrist. Ich habe Zeit. Ich warte.
80 Kilometer nördlich von Vrist hinter der dänischen Grenze liegt das kleine Örtchen Katrinesminne an der Flensburger Förde. Ein silbenzählendes Gedicht, Katrinesminne. Die Buckel da in der Wiese, das sind die Reste von Jensens Ziegelfabrik. Und die Weißdornhecke hinterm Teich, das war damals die Grenze des Grundstücks. Die flache Bruchkante im Gras, bis dort haben sie Lehm gegraben, jeden Tag, für die Öfen, die nun verschwunden sind. Die Steine am Strand, das war ihr Abfall. 100 Jahre, 3 Generationen. Wanderarbeiter, Fabrikbesitzer, Frösche, Löwenzahn und ein Wiedehopf. Ein Wiedehopf, der jetzt Insekten sucht. Wäre Orpheus in den 50er Jahren nach Amerika zurückgekehrt, sagen wir nach St. Louis an den Mississippi, wo der Blues entstand, dann wäre er ein schwarzer Mann mit einer Gitarre gewesen, einer elektrischen Gitarre, der während er sang und spielte, in die Hocke gehen und in der Hocke das vollführen konnte, was alle seine Anhänger den Duckwalk, den Entengang nannten. Es war unerhört cool, neu und aufregend. Der Sänger war Chuck Berry und er lebt noch immer. Und einmal im Monat gibt er im Keller seines Hauses, wo ein kleines Café eingerichtet ist, im Duckroom ein Konzert, der über 80-jährige Orpheus. Da habe ich ihn gehört, kurz vor seinem 80. Geburtstag. Duckroom, St. Louis. Die Stimme ist dieselbe wie vor Zeiten. Der Textverlust wird flüchtig kompensiert. Die Finger liegen steif auf stummen Saiten. Nur manchmal, wenn die Blue Note explodiert, geht durch der Glieder angespannte Stille ein jäher Stoß und reißt den Arm empor. Er ist ganz da. Ein heller, wacher Wille. Chuck Berry singt. O hoher Baum im Ohr. Den Duckwalk deutet eine schwache Neigung nur eben an. O reine Übersteigung. Das Instrument noch immer unter Strom. Rom in Ruinen und noch immer Rom. Wann genau Nietzsche, um einen anderen Heroen vorzustellen, von dem schon die Rede war, wann immer genau Nietzsche auch wahnsinnig geworden ist? Es war ein irgendwie gleitender Übergang. Und seinen Freunden wurde er schon etwas merkwürdig, als sie ihn aus der Ferne beobachteten, wie er selbstvergessen am Strand des Mittelmeeres entlang ging und mit den Wellen sprach. Und zu den kleinen Wellen immer sagte, es ist gut verbürgt, butsch, butsch. Das Gedicht hier heißt Ecce Homo. Das bedarf keiner Erklärung. Aber die Charakterisierungen des Antichrist, von dem in diesem Gedicht jetzt die Rede ist und die ich auf Nietzsche beziehe, stammen, das muss man vorweg sagen, alle aus seinen Büchern. Es sind seine Formulierungen, die ich nur ein bisschen umändere, aber es ist sein Text. Seinen Briefen vor allen Dingen nach zu Hause, aus der Zeit kurz vor dem Zusammenbruch. Ecce Homo. Dem Antichrist ist zumute wie einem Halbgott. Er liebt Rosen, das Herbstbraun, Operetten am Heiligen Abend. Werden die Wellen zu heftig am mediterranen Gestade, ruft der Antichrist sie mit zärtlichen Worten. Butsch, ruft er, butsch. Der Antichrist ist seinem ganzen Leben dankbar. Wie sollte er nicht seinem ganzen Leben dankbar sein? Unterm Weihnachtsbaum speist er wie ein Fürst und die Trauben auf dem Markt sind immer die süßesten gewesen für den Antichrist. All das geschieht mit der zartesten Rücksicht in aller Stille und ohne dass er auch nur ein Wort sagte. Ja, ohne dass der Antichrist auch nur ein einziges Wort sagte, außer am Strand zu den Wellen, butsch, butsch, butsch. 1967 ist ein etwas längeres Gedicht,
ein Silbenzählendes, das ist hier besonders wichtig für mich jedenfalls, und der Rest erklärt sich von selbst. 1967. Wir gingen Hasen jagen, mein Vater und ich. 1967 im Herbst mit dem halben Dorf. Und der lebende Hase, den der Bauer an den Läufen hält, schreit immerfort. Während der Bauer mit meinem Vater redet, schreit, wie ich es nie gehört habe, bis zum Schlag, zum kurzen Knacken während des Gesprächs. Der dunkle Fluss unter den Pappeln, hinter der dunklen Koppel im dunklen Licht. Hinter Frau K. war ein Pole hergelaufen, um sie zu erschießen, meine Kinderfrau zu erschießen, sagte meine Mutter beim Essen. Ich mochte Frau K. nicht, wir sprachen nicht weiter. Eines Tages lag der Fasan unterm Fenster, den Hals gebrochen. Ich fand ihn noch warm und in himmlischen Farben. Und dem kleinen H. ist sein Pferd durchgegangen, galoppiert die Straße hinunter wie irr und hinten an der Rübenfuhre, er ist schon alt, aber klein wie ein Kind, hängt der kleine H. und schreit um Hilfe, wie ich es nie gehört habe. Am Sonntag aßen wir den Fasan. Ich wurde sehr gelobt für meine Beute, das zarte Fleisch. Der dunkle Fluss unter den Pappeln, hinter der dunklen Koppel, im dunklen Licht. Die letzte Junglehrerin, bevor die Schule geschlossen wurde, stellte sich vor als Fräulein W. Die ist von der APO, ganz sicher, sagte meine Mutter, und Fräulein W. diktierte uns etwas über die Kartoffel und wie mannigfaltig die Hausfrau sie auf den Tisch bringt. Es war schlimm, von der APO zu sein. Ich verwechselte immer, weil ich sie nur beim Essen aufgeschnappt hatte, die Namen Dutschke, Dutsche und Dubček. So gingen wir Hasen jagen, mein Vater und ich mit dem halben Dorf im Herbst 1967 über die Felder bis zum dunklen Fluss unter den Pappeln hinter der dunklen Koppel im dunklen Licht. Wenn man viel Zug fährt, und das tue ich oft und gern, kommt man in Schleswig-Holstein nicht nur fortwährend durch Wrist, sondern auch vorbei am Autohaus Elmshorn. Dann ist es nicht mehr weit bis Hamburg. Das Autohaus Elmshorn kommt in meinem ersten Gedichtband, eigentlich war es der zweite, denn es gab schon einen früheren, also liegt lang zurück, Schwebstoffe vor. Und als der Band Wrist fertig wurde, dachte ich, das Autohaus Elmshorn soll noch einmal wiederkehren. Zu ihrer Beruhigung vor dem folgenden Gedicht, das Autohaus Elmshorn existiert immer noch, es wird nur fiktiv abgerissen. Sage ich aus Rechtsschutzgründen, um das Autohaus Elmshorn nicht in Verlegenheit zu bringen. Mitte März. Das Autohaus Elmshorn ist abgerissen. Der Winter ist vorbei, das Wasser steigt. Ich lasse mir, was kommt, im Ungewissen. Toyota geht, der Tag hat sich geneigt. Ab jetzt verliert der Frühling sein Aroma. Ab jetzt weht hier der Wind nur noch von vorn. Es ist jetzt wohl 16:30 in Oklahoma. Es ist jetzt keine Zeit mehr in Elmshorn. Ich habe auch manchmal in China zu tun und in dem Band Old Glory gibt es ein kleines Kapitel mit chinesischen Anblicken. Dies hier ist aus einem neuen entstehenden Band, aber aus demselben Umkreis. Wasserzeichen. Lass mich nicht vergessen, den stillen Mann, der nach dem Regen seinen Finger in eine Pfütze tauchte und langsam kalligraphische Zeichen schrieb auf den leeren Parkplatz vorm Revolutionsmuseum in Wuhan. Zeichen, die schon während er sie schrieb, im Sonnenschein verdunsteten. Lass mich nicht vergessen, dass ich umkehren wollte und nachlesen.
Wenn irgendwo die Schrift erscheint, hic habitant leonis, dann ist vermutlich Frist gemeint, ich weiß es, ich bewohne es. Ich lebe hier im Zwischenreich aus Himmeln und aus Mooren, die Welt ist mir inzwischen gleich, der Welt ging ich verloren. Hier werde ich sein, wenn nichts mehr ist, nicht Löwe, Land noch Karte. Die Ewigkeit sieht aus wie Frist. Ich habe Zeit. Ich warte. Mein zweites Auswahlkapitel wird eröffnet durch ein Gedicht, das ich eigentlich dem jüngsten Band als Titel geben wollte, aber ich hätte ihn ernst gemeint und meine befragten Freunde sagten, er klingt so, als sei das augenzwinkernd, scherzhaft gemeint. Also habe ich es gelassen. Aber das Gedicht heißt noch so. Requiem für eine Seekuh. Im Jahr 1741 fand Steller die Stellersche Seekuh, Hydrodamalis gigas, auf der Bering- und der Kupferinsel. Sie gehörte zu den letzten ihrer neu entdeckten Art. Ihr riesenhaftes Gerippe zeigte Steller in Wien. 70.000 Jahre lang hatte die Stellersche Seekuh schweigsam geweidet in Algen und Tang, in Wärmeperioden, in Kältephasen, im Tauwasser der Eiszeit, im flachen Wasser vor der Halbinsel Kamtschatka. 70.000 Jahre lang das sanfteste Tier, 8 Meter lang, warmpelzig, wehrlos, als der erste Mensch sie fand, im flachen Wasser vor Kamtschatka, dem Weide, dem Jagdgrund. Das sanfteste Tier, die leichteste Beute, sie war schmackhaft und zart, wie Menschenfleisch. Nach 27 Jahren war die letzte getötet und verzehrt. Man kann sie betrachten im Naturkundemuseum in Wien, ohne Pelz, ohne Fleisch und noch immer ganz still. Über den Granit, was auch der Titel eines Prosa-Hymnus von Goethe ist. Über den Granit. Geologisch gesehen ist das Meer unerheblich. Geologisch gesehen kommt der Mensch nicht vor. Geologisch gesehen ist alles sehr vorübergehend. Gekauert auf den Granit, nachdenkend über das Meer, sieht Goethe an diesem Dienstag die Welt und sich selbst mit geologischem Blick. Durch den Wollstoff der Beinkleider spürt Goethe die Körnung des rauen Konglomeratgesteins, das noch angenehm kühl ist, morgens um 11. Es ist ein glücklicher Augenblick, geologisch gesehen. Es ist wirklich ein glücklicher Augenblick. Meerleute. Im Südpazifik treibt eine Wolke hin, aus Plastikmüll und größer als Dänemark, im warmen Meer ein bunter Reigen, langsam rotierend, ein stiller Wirbel. Ah, welch ein Schauspiel über der Tiefe, wie in alten Sagen oder im Märchenbuch, so weit, so ungeheuer oben, über den Schlössern der Meeresleute. So leicht wie Wolken, dauernd wie Plastikmüll, so jung, so alt wie Andersens Meerjungfrau, so oft sie aufsehen, die bleibt stehen, sonnendurchleuchtet am Meereshimmel. Limbus. Bei diesem Gedicht haben diejenigen von Ihnen einen kleinen Vorsprung, die Harry Potter kennen. Aber die anderen haben auch nicht viel versäumt. Hier jedenfalls nicht. Limbus. Bei Nacht bist du verloren. Bei Nacht erlischt der Nimbus. Da liegst du still im Limbus der ungetauften Toren.
Die Seele geht verwirrt um, kein Hoffen, kein Erwarten. Ein Vogel schreit im Garten, ein unerhörter Irrtum. Im Griff der Dementoren, als ob sie dich verscharrten. Kein Hoffen und kein Warten, bei Nacht gehst du verloren. Ich setze das Thema gleich fort. Kleine Geister. Nachts kommen kleine Geister mich besuchen. Sie sprechen von Verrat und bösen Dingen. In emsiger Bewegung, unaufhörlich. Sie nisten sich in Herz und Nieren ein. Sie riechen sehr nach Moder und nach Kot. Sie nisten sich in Herz und Nieren ein, in emsiger Bewegung, unaufhörlich. Nachts kommen kleine Geister mich besuchen. Sie riechen sehr nach Moder und nach Kot. Sie sprechen von Verrat und bösen Dingen. Sie sprechen von Verrat und bösen Dingen. Sie nisten sich in Herz und Nieren ein. Sie riechen sehr nach Moder und nach Kot. In emsiger Bewegung, unaufhörlich. Nachts kommen kleine Geister mich besuchen. Es geht aber auch anders. Im finstern Tal. Weil sie neben mir jetzt gleichmäßig atmet, weil die Kinder schief lächeln im Traum, weil mein Herz wieder so ruhig schlägt wie der Wecker auf dem Nachttisch, weil der Herr mein Hirte ist auf dieser grünen Aue, liege ich schlaflos vor Glück. Und wenn man ganz euphorisch aufwacht, was auch vorkommt, dann geht es so, hier muss nichts erläutert werden, weil sich alles von selbst versteht, außer dass der chinesische Dichter Li Taipe, ein dionysisch berauschter Dichter der Trunksucht und Ekstase, ein Held des jungen Brecht war, der sich zeitweise selber als Li Taipe maskierte und diesen Namen schrieb. Starker Morgen. Heute sieht er gar nicht schlecht aus. Heute sieht er fast wie Brecht aus, in seinen besten Jahren. Er sieht so frisch und frei aus. Er sieht ganz wie Karl May aus im Land der Skipetaren. Was noch zu tun war, ist getan. Nun ist er voller Größenwahn und fühlt sich ozeanisch. Noch gestern sah der große Pan ihn voller Pein und Panik an. Am Ende wird er manisch. Sei's drum, noch heute brech ich auf, lass allen Kräften freien Lauf und rufe und enthemm sie. Ab jetzt bin ich in Überzahl, bin Li Taipe, bin Brecht und Baal und bin Kara Benemsi. Albert von Schirning hat schon davon gesprochen, dass ich gern Rollengedichte schreibe oder mich in Rollen versetze, in andere zu versetzen versuche. Das ist eigentlich das Einzige, was ich tue. Das ist dasselbe, was ich als Hermeneutiker tue, was ich tue, wenn ich Bücher über Nietzsche oder Thomas Mann oder Bob Dylan schreibe, bei denen es sehr schwierig ist, aber die Anstrengung lohnt. Und als wir eines Morgens vor 3-4 Jahren vielleicht aus der Kirche kamen, sagte meine Frau nach dem entsprechenden Evangelium, es sei doch hundsgemein, wenn man das so sagen dürfe, dass der Herr Jesus die Martha einmal im Jahr runterputzt, wo sie doch die ganze Arbeit macht. Und die Maria natürlich, die faul zu seinen Füßen sitzt und nur zuhören will, die bekommt das göttliche Lob. Ein silbenzählendes Gedicht. Martha. Ich bin nur die Schwester. Ich bin jetzt müde. Es ist wieder ein langer Tag gewesen. Sie aber sitzt im Licht, ist hellwach und hört. Ich habe kein Öl mehr in der Lampe. Sollte er kommen, bin ich eingeschlafen. Sie aber hat das bessere Teil erwählt. Was wüsste ich, käme der Erwartete, wie der Dieb kommt mitten in der Nacht, was denn? Sie aber wird ihn hören, sie wird wach sein. Sie wird ihn hören, wie sie immer hörte. Ihre Nacht ist hell, nur meine Augen sind voll Schlaf. Ich bin nur die Schwester. Sorge und Mühe und Tadel dann auch.
Ein langer Tag hat sich geneigt. Es will Abend werden. Und wer bist du? Im Jahr 1741 fand Steller die Stellersche Seekuh Hydrodamalis gigas auf der Bering- und der Kupferinsel. Sie gehörte zu den letzten ihrer neu entdeckten Art. Ihr riesenhaftes Gerippe zeigte er in Wien. 70.000 Jahre lang hatte die Stellersche Seekuh schweigsam geweidet in Algen und Tang, in Wärmeperioden, in Kältephasen, im Tauwasser der Eiszeit, im flachen Wasser vor der Halbinsel Kamtschatka. 70.000 Jahre lang das sanfteste Tier, 8 Meter lang, warmpelzig, wehrlos. Als der erste Mensch sie fand, im flachen Wasser vor Kamtschatka, dem Weide, dem Jagdgrund. Das sanfteste Tier, die leichteste Beute, sie war schmackhaft und zart wie Menschenfleisch. Nach 27 Jahren war die letzte getötet und verzehrt. Man kann sie betrachten im Naturkundemuseum in Wien, ohne Pelz, ohne Fleisch und noch immer ganz still. Das dritte und letzte Kapitelchen rahme ich durch dieses Gedicht hier. Garten im Oktober. Die sind jetzt alle aus dem entstehenden Band. Garten im Oktober. Wie Untergangsmythen, wie dunkle Veduten, das lautlose Wüten lodernder Fluten. Nun heißt es sich hüten, nun heißt es sich sputen, die Rosen blüten, die Rosen bluten. An der Trave. Das ist nun aus einer festen Form, die nicht aus der Tradition der Ode ist, sondern aus der japanischen Tradition des Haikus, das 5-7-5 Silben zählt, 3 versige Strophen. Es sind 3x3 Verse, also 3 Haikus, die jeder für sich stehen, wie das in Japan vorgeschrieben ist, und zugleich, wie Sie bemerken werden, einen Zusammenhang bilden. Ein Haiku soll im gelungenen Falle ein Bild, in dem das ganz Große mit dem ganz Kleinen zusammenfällt, gewissermaßen einfrieren, festhalten. Und ein Gedicht aus Haikus sollte 3 Bilder dieser Art zusammenfassen und zu einem Bild machen. An der Trave. Mühsam folge ich im Schnee der Hasenfährte noch ein Gejagter. Am schwarzen Wasser schneeweiß der Reiher im Schnee steht ganz still wie ich. Oben und unten warten die Mondsicheln auf Reiher, Hase, mich. Das lese ich vielleicht nochmal. An der Trave. Mühsam folge ich im Schnee der Hasenfährte noch ein Gejagter. Am schwarzen Wasser, schneeweiß der Reiher im Schnee, steht ganz still wie ich. Oben und unten warten die Mondsicheln auf Reiher, Hase, mich. Es soll in dem neuen Band eine Abteilung geben, die heißt Die Kinder. Daraus 3 Gedichte. Tomte. Sie kennen den Tomte Tummetott aus Astrid Lindgrens Bilderbuch und aus vielen älteren schwedischen Gedichten. Meine Kinder jedenfalls sind damit groß geworden, mit dem Tomte, dem guten Hausgeist. Mit 4 oder 5 hatte er den Zwerg gesehen. In den frühen Morgenstunden aus dem Etagenbett den Tomte, der unser Haus beschützte, wie man aus den alten Geschichten wusste, aus dem Bilderbuch. Vorbei an der halboffenen Tür des Kinderzimmers war der Tomte gehuscht durch den Flur. Er war alt, wie das Haus. Er trug andere Kleidung als im Bilderbuch. Rotes Wams, blaue Hose, daran sah man gleich,
dass er nicht geträumt war, sondern ganz wirklich. So ließ er sich vom Kinderbett aus sehen. Seitdem traut mein Sohn den Büchern nicht mehr. Seitdem fühlt er sich sicher in seinem Haus. Königin. Ach, die traurige Königin vor dem Bahnhof. An der Hand ihrer Mutter, den Schnuller im Mund, die Krone schief, aber selbst im Sommerregen noch strahlend von Gold und Geschmeide. Geradewegs. Sie erkennen das Märchen leicht, ich muss es nicht erklären. Geradewegs. Die Tauben haben die Krümel vertilgt. Die Tauben haben die Krümel vertilgt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, nur das Haus aus Lebkuchen und den Knochen im Stall. Immer dem Waldvöglein nach, dem Bestochenen. Ich hätte Steinchen nehmen sollen. In einem wunderbaren Roman, den die meisten gar nicht kennen, weil sie glauben, sie kennen den Film, Bram Stokers Dracula, lernt der Ich-Erzähler Jonathan Harker bei seinem ersten Besuch in dem abgelegenen transsilvanischen Schloss diesen dunkel gekleideten Grafen kennen, der nur nachts zu sehen ist und Dracula heißt, und noch verbindet niemand mit diesem Namen irgendwas, was unheimlich ist. Es ist das erste Mal, dass jemand einen Grafen namens Dracula kennenlernt und wir als Leser sind dabei. Und dann sagt dieser nächtliche Herr so zweideutige Sätze, bei denen es einem irgendwie gruselig wird. Er sagt zum Beispiel in einem Teegespräch, "And after all, how few days go to make up a century?" Es sind doch wenige Tage, die ein Jahrhundert ausmachen. Daran dachte ich, als ich in London saß, an der Stelle, an der sich Dracula einschiffen lässt. Eine vielbefahrene Straße heute, Cleopatra's Needle steht da, der alte Obelisk, ein kleines Kaffeehaus im Park, in dem ich saß, und das Ganze heißt Embankment. So ist der Ort. Embankment. "And after all, how few days go to make up a century." Bram Stoker, Dracula. Das Herz steht still in dieser Morgenkühle, ein Atemzug, ein Licht von fremden Meeren, die Dämmerung kommt wie Gezeitenwechsel. Wie wenige Tage machen ein Jahrhundert. An diesem Strand ein neues Haus errichten, wie leicht ist das getan, wie rasch zerfallen. Ein kurzer Schlaf und eine lange Ruhe und Trümmer, die der Morgennebel deckt. Wie Untergangsmythen, wie dunkle Veduten, das lautlose Wüten lodernder Fluten. Nun heißt es sich hüten, nun heißt es sich sputen, die Rosen blüten, die Rosen bluten. Und als letztes, weil Albert von Schirning es freundlicherweise gewünscht hat, Kilchberg. Täglich andere Ängste, und immer dieselbe Angst. Die erste, die letzte, die längste, dass du nicht langst. Dass du nie genug bist, dass du nie genügst, dass deine Sicherheit Lug ist, dass du lügst. Gier, Angst vor offenen Plätzen, Gier nach dem eigenen Platz. Nachts das alte Entsetzen, morgens der nächste Satz. Danke. Ja, also das berühmte Gespräch. Also man hat ja eine riesen Palette bekommen von Literatur. Deine Gedichte sind ja auch durchtränkt von literarischen Anspielungen und literarischem Wissen. Der Poeta Doctus kann sich nicht verleugnen. Ich meine das aber sehr positiv. Aber wie bist du eigentlich überhaupt zur Literatur?
Wie bist du der geworden, der du bist? Wolltest du immer das werden oder hattest du mal ganz andere Berufswünsche? War dein Elternhaus schon literarisch irgendwie vorbelasteter? Wie war das? Ich fange an mit der kleinen Bemerkung über den Poeta Doctus, weil das zu der Antwort auf die Frage führt. Es stimmt schon, meine Gedichte sind vergleichsweise voll von literarischen Anspielungen, die kein Mensch wahrnehmen muss. Wenn man das Gedicht nur, mit wenigen Ausnahmen, wenn man das Gedicht nur versteht mit der Aufschlüsselung von Rätseln, dann ist es nicht gut. Es ist nicht, ich mache das nicht, weil ich denke, jetzt mache ich nochmal einen extra Kniff, damit Albert von Schirning was zu lachen hat, sondern ich mache es, weil diese Stimmen mir im Kopf rumgehen, weil das sozusagen das Stimmengewirr ist, in dem ich selber denke. Und dann sind die Anzitierten dabei, weil sie ohnehin immer dazwischen reden. Und das ist so, seit ich ein kleines Kind war. Ich habe ein gewisses Aufsehen erregt, ohne es im geringsten zu wollen, und habe es auch leider zu spät kapiert, dass ich es tat, als ich in der zweiten Schulklasse in der hier erwähnten Dorfschule bei Fräulein W. Auf dem Schulhof stand und aus der Fülle des beglückten Herzens heraus meinen Mitschülern selbst verfertigte Gedichte rezitierte, die meine Mitschüler in eben solche Überraschung versetzten wie meine Lehrerin Fräulein W., die sich ein paar der Gedichte aufschrieb, und dann habe ich sie 30 Jahre später oder sowas wiederbekommen, als ich sie dann als alte Dame wieder traf. Ich wusste gar nicht, dass die anderen sowas nicht taten. Ich dachte, das ist so, wenn man zu Hause Gedichte, wir hörten Kindergedichte, Pampelmusensalat war so ein Lieblingsbuch zum Beispiel, aus dem meine Mutter schon vorlas, mit Musepampel, Piesepupel, Masepumpel und solchen Wortspielen und so. Pippi Langstrumpf war eine feste Begleiterin meiner ersten Kindheitserinnerungen, würde ich sagen, in Neumünster, als ich 3 Jahre, würde ich sagen, war, da meine Schwester und ich das vorgelesen bekommen. Und es war für mich eine ganz normale Art, auf das Gelesene zu reagieren, indem ich damit selber etwas spiele. Und es gab dann die alten Dorfschulen wurden aufgelöst. Ich kam ja gerade so in diese Epochenwende hinein, in der da auf dem Dorf die uralten Strukturen sich auflösten und dann die Moderne plötzlich innerhalb von 2 Jahren kam, 65, 66. Da kamen wir auf die Schule im Nachbardorf. Und das war eine moderne, neu gebaute, schicke Schule. Die Kinder wurden mit Schulbussen gebracht, und da saß ich zwischen lauter Jungs vom Dorf. Und einer von denen zog mir mein Gedichtheft, ich weiß es, das ist eine traumatische Szene, mein kleines Gedichtheft aus meiner Schultasche, fuchtelte damit in der Klasse rum und schrie in seiner ganzen Dämlichkeit: Dieter Ring hat ein Poesiealbum. Was das Weibischste war, was man haben konnte. Ich hatte ein Poesiealbum. Und seitdem schreibe ich Poesie. Und ich bin immer noch zornig und gekränkt, wenn ich an den Kerl denke. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Sicher irgendetwas Unpoetisches. Das ist ja also fast schon eine Tonio Kröger-Szene, wenn wir uns den Hans Hansen ein bisschen bösartiger vorstellen, als er da geschildert ist. Es waren jetzt auch Dinge, die mich eine Zeit lang zum Außenseiter gemacht haben. Aber das kapierte ich eben erst, als ich mich schon blamiert hatte. Und das gar nicht gewollt hatte. Ich dachte eben, das ist so normal. Und darum übrigens, stimmt schon, passt auch zum Tonio Kröger, sage ich manchmal über diesen Augenblick, an dem ich mich entschloss, das war 2001 oder 2. Es gab, wie gesagt, schon einmal einen frühen Gedichtband, bevor ich promovierte. Gar nicht so schlechte, weil ich finde sie heute sehr epigonal, aber eigentlich sind es keine Gedichte, deren ich mich schäme. Dann habe ich damit aufgehört, weil ich auch dachte, es ist rufschädigend für jemanden, der auf dem Weg ist, ein deutscher Professor zu werden, Gedichte zu schreiben. Das ist noch schlimmer als in der Dorfschule. Und dann habe ich mich, weil ich es ja doch heimlich immer tat, entschlossen, jetzt zeige ich mich der Welt, wie ich bin, wenn die Welt es denn wissen will, und veröffentliche also meinen zweiten Gedichtband nach 25 Jahren, das war eben Schwebstoffe. Und ich habe immer gesagt und empfinde es auch so, das war ein Coming-out. Jetzt konnte ich sagen, Vater, Mutter, ich bin etwas anders als die anderen Jungs, aber das ist ganz normal und das ist überhaupt nicht schlimm, ich schreibe Gedichte. Und siehe da, ich wurde nicht nur nicht gestraft, sondern die Leute haben mich freundlich behandelt und mochten diese Gedichte und ich wurde ermutigt. Das ist eine ging sehr besser aus als vielleicht der Tonio Kröger. Du hast ja eine ganz besondere Vorliebe für die skandinavische Dichtung. Und das hängt natürlich mit deiner Herkunft zusammen. Nein, gar nicht. Gar nicht? Aha. Nein. Dann gleich darüber bitte Näheres. Also er hat ja also nicht nur anders übersetzt, sondern
einen, von dem ich nur weiß, weil er in deinem Werk vorkommt, dieser Wergeland oder wie. Und so, und dann hat er, also ist also Ehrendoktor der Universität Aarhus und ist, also offenbar fließend Dänisch und ist Mitglied der Dänischen Königlichen Akademie der Wissenschaften und die dänische Königin habe ich, hat es eigentlich schon stattgefunden? Ja, es hat aber eben leider, weil ich ein nicht dänischer Staatsbürger bin, nicht die Königin getan, sondern der dänische Botschafter in Berlin. Ich darf mich bei der Königin bedanken in einer Audienz, das gehört zu meinen Vorrechten, allerdings erst, wenn ich im Besitz eines Fracks bin. Aha. Du, ja, und jetzt erzähl aber, ich meine, wie bist du eigentlich zu dieser Liebe, speziell zu dieser skandinavischen Dichtung, Hermann Bang und so, also spielt ja eine Riesenrolle in deinem wissenschaftlichen Werk. Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Es geschah etwas ganz Mächtiges, Gewaltiges mit mir, als ich zum ersten Mal in Dänemark war. Bis dahin war es Deutschland oder Frankreich, mein Abiturfach war Französisch, oder Amerika. Ich wuchs mit Bob Dylan, das war eben die andere große Jugendbegegnung. Das waren die ersten Dylan-Platten, die ich hörte, als ich 15 war. Ich weiß noch, weil ein Lehrer mir das empfahl und sagte, du solltest mal diese Platten hören. Und ich hatte auch nicht gedacht, dass in diese literarische Welt noch was sonderlich Neues reinkommt. Sicher war ich, dass mich Skandinavien nicht die Bohne interessierte. Meine damalige Freundin und jetzige seit langem Ehefrau wollte immer, dass wir zusammen in Urlaub fahren nach Dänemark. Da war es relativ billig. Man hatte diese Sommerhäuser am Strand und ich dachte, das ist das Langweiligste, da will ich nicht hin. Das ist so Spießer im Wollpullover, die da schlechtes Essen zu sich nehmen und es toll finden, im Regen durch Sand zu laufen. Ich möchte in die Toskana oder in die Provence wie anständige Menschen. Und dann hat sie mich überredet und wir sind dahin gefahren. Ich war noch nie in Dänemark gewesen, aber meine Vorurteile waren stark zementiert. Und ich weiß, dass ich in Dänemark ausstieg, und zwar in Ribe, dem zauberhaften, vielleicht kennen es einige, ältesten Städtchen Dänemarks, nicht weit nördlich der Grenze. Ich stieg aus und dachte, das ist es. Das war eine Sache von Minuten. Also ich ging da herum und dachte, so können Städte aussehen, so können Häuser sein, so kann das Verhältnis von Land und Stadt sein, so zauberhaft kann eine Landschaft sein, die beinahe nichts hat, aber eben dieses beinahe macht den Unterschied. Die kleinen Hügel, die ich noch immer viel anrührender finde als die prachtvollen Alpen, die kleinen geschwungenen Buchten, ich weiß schon, wo ich das sage, aber es ist so, die kleinen geschwungenen Buchten, die mir immer noch lieber sind als diese schroffen, majestätischen norwegischen Fjorde, die ich inzwischen auch gesehen habe. Und dann diese Sprache, von denen viele finden, das klingt wie eine Halskrankheit und was man so hört. Also man muss nur hören, wie die Königin es spricht. Um zu verstehen, was für eine musikalische, sangbare, ein kleines bisschen kindlich klingende Sprache in unseren Ohren das Dänische sein kann. Und was für eine wunderbare Lyrikersprache. Und dann diese Dichter, also Andersen, Bang, Jens-Peter Jacobsen, die ich dann anfing zu lesen. Und dann dachte ich, ich lerne diese Sprache mal. Das kann ja nicht so schwer sein. Es wird sicher so eine Art besseres Plattdeutsch sein. Das geht so nebenbei, während ich schon an meiner Dissertation saß. Und dann wurde daraus ein komplettes Zweitstudium neben der Promotion her. Ich habe Skandinavistik-Examen gemacht und wurde dann habilitiert in Germanistik und Skandinavistik, woraus man ungefähr ermessen kann, wie gewaltig dieser Furor war, der mich da gepackt hatte. Ist heute nicht mehr so schlimm. Ich fahre auch wieder nach Italien und in die Provence und in andere schöne Länder, aber es ist immer noch so, dass die dänische Sprache und das Land mir auf eine unerfindliche Weise sehr nahestehen, mich irgendwie rühren. Und Schweden schon auch, natürlich. Der ganze Norden, aber das eigentlich sind es die dänischen. Du hast ja die Astrid Lindgren erwähnt, die spielt da vielleicht schon. Aber die Sprache, also die schwedische Sprache, von der alle sagen, sie sei so die, ist sehr sicher auch so, die besonders klangvolle und reich instrumentierte gegenüber dem engeren, ärmeren Dänisch. Ich liebe dieses Ärmere irgendwie mehr. Also wenn ich jetzt so rede, ist es vielleicht auch nur diese alte Skandinavisten-Konkurrenz zwischen Dänemark, Schweden und Norwegen. Da stehe ich dann immer auf der Seite des kleinen Dänemark. Jetzt nochmal dann Thomas Mann zu nennen. Also du hast dich ja sehr viel mit Thomas Mann wirklich beschäftigt. Er hat auch die Königliche Hoheit in dieser großen kommentierten Ausgabe, nicht nur Essays, sondern eben auch Königliche Hoheit rausgegeben und kommentiert. Und jetzt ist er dabei, den Erwählten zu machen. Mich würde einfach die Geschichte ein bisschen, weil es ist eine Zuneigung, die ich mit dir teile, die Geschichte deiner
Zuneigung zu Thomas Mann oder deines Interesses bis Liebe zu Thomas Mann, würde mich interessieren, wo da die Anfänge sind, was hast du zuerst gelesen, wo sind die Initialzündungen gewesen? Ja, das lief ganz anders. Als die gerade erzählte Begegnung mit der dänischen Landschaft, Sprache, Literatur. Thomas Mann war mir ganz fade. Wir mussten in der Schule den Tonio Kröger und den Tod in Venedig lesen. Und also wir taten das, würde ich sagen, maximal langweilig. Immer so ein Kapitelchen pro Stunde. Und dann ging es immer nur um das eine Thema, Künstler versus Bürger. Und da habe ich gedacht, das ist so liebe Zeit, was interessiert mich jetzt als Schüler der 10., 11. Schulklasse eigentlich? War das in Kiel oder wo? Nein, ich bin aufgewachsen nicht mehr da oben, sondern in Lippe-Detmold, also auf dem Dorf. Mein Großvater war Dorfschullehrer. Ich bin aufgewachsen in dem Haus, in dem unten die Großeltern wohnten. Da gab es noch Schweine im Stall. Das war so ein Dorfschullehrer wie früher. Der hatte noch so eine kleine Landwirtschaft und so. Stand auf dem festen Standpunkt, wenn man in seinem Leben 50 Bücher gelesen hat, das war immer seine magische Zahl, wenn man in seinem Leben 50 Bücher gelesen hätte, dann wäre man gebildet. Das war seine Haltung als Dorfschullehrer. Wenn er Biologieunterricht geben musste, dann hieß das, seine Schüler, die ja selber Bauernkinder waren, mussten ihm im Garten bei der Arbeit helfen, damit sie was Praktisches lernten. Es war eine schöne Schule. Da bin ich aufgewachsen. Und Thomas Mann. Ja, ich wollte eben sagen, dass da es nicht der Großvater war, die eigentlich literarische ist meine Mutter gewesen und ist immer noch, sie ist immer noch sehr wach und sehr musikalisch, sie liebt Schuberts Moments Musicaux und so. Thomas Mann also war sterbenslangweilig, weil ich dachte, dieser Konflikt Künstler-Bürger interessiert mich ungefähr so viel wie der Konflikt Klempner-Schreiner. Das ist sicher ein tiefes Problem für Thomas Mann gewesen, dachte ich, aber warum soll ich das jetzt besonders wichtig finden? Es gibt so viele andere Probleme in der Welt. So, das war der Stand, als ich anfing zu studieren, 79 in Göttingen. Und ich weiß nicht aufs Jahr genau, aber es kann nicht viel später gewesen sein, dass der erste Band der Tagebücher erschien. Und selten habe ich nicht nur in mir, sondern auch, glaube ich, in meiner ganzen Generation, soweit sie literarisch interessiert ist, einen solchen Umbruch des Image erlebt. Plötzlich war dieser marmorkalte, erstarrte, ferne, langweilige Bildungsbürger Thomas Mann, der nur mit Ärmelschonern schrieb und uns nichts zu sagen hatte, plötzlich war der ein Wesen aus Fleisch und Blut, jemand mit Brüchen, mit Rissen, mit geheimen Ängsten, eben mit Kilchberg-Tagebuchnotizen, mit sexuellen Begehren, das nicht ausgesprochen werden durfte, mit Hypochondrie und Darmverstopfung und Ehekonflikten. Und das war zunächst ja nur privater Tratsch, könnte man sagen, aber mir war es schnell klar, es wurde ja auch schnell deutlich überall, dass von diesen Tagebüchern aus das ganze Erzählwerk in einer völlig veränderten Beleuchtung da lag. Plötzlich sah man, was offen zutage lag und was man nie gesehen hatte. Wir haben wochenlang den Tod in Venedig in der Schule gelesen, ohne dass ein einziges Mal, wirklich ohne dass ein einziges Mal dem Sachverhalt Rechnung getragen wurde, dass dieser alternde Bildungsbürger sich in einen Knaben verliebt. Es ging um griechische Klassik und um Moderne und um fünfaktige Tragödie. Aber dass es sich, wie Thomas Mann selbst in einem Brief ja schreibt, um den heiklen Fall von Knabenliebe handelt, das blieb ausgeblendet. Von Thomas Manns Tagebüchern aus war dies der erste Bereich, der sich dramatisch anders zeigte, der sich als Konflikt, als Schlachtfeld zeigte. Und dann las ich Buddenbrooks, dann las ich das in einem Rausch. Wir trafen uns in Göttingen gegenseitig in einer Gruppe von Freunden und Freundinnen und lasen uns Thomas Mann vor. Das war überwältigendes Erlebnis. Und der Höhepunkt, würde ich sagen, immer noch und immer wieder gelesen, ist der Josefsroman gewesen. Ich weiß noch, wie wir das im Radio von Gerd Westphal gelesen, als Fortsetzungsroman, zusammen hörten beim Frühstück. Ich weiß schon, was man heute gegen Gerd Westphal sagen könnte, aber damals war das eine Offenbarung. Ja, das glaube ich schon. Jetzt kann man es kaum mehr hören. Also den Gerd Westphal meine ich natürlich, nicht den Josefsroman. Aber interessant, du bist über die Tagebücher bist du sozusagen dahin gekommen. Ja, und zwar, ich würde sagen, über das, und das hängt ja mit dem zusammen, was du in deiner wunderbaren, reizenden Einführung gesagt hast, durch die ich mich wirklich sehr rührend verstanden fühle, dass ich das Werk schon als Kunstwerk lese. Ich will es nicht reduzieren auf seine Entstehungsbedingungen. Ich will nicht den Tod in Venedig lesen und sagen, aha, Thomas Mann war homosexuell, nun wissen wir, wovon der Text handelt. Das wäre so erbärmlich und banal, dass ich nicht daran denke. Aber es ist mir wirklich wichtig, es steuert mein Lesen und meine Wahrnehmung und meine Interessen, dass dieses Werk auch Ausdruck eines wirklich gelebten und erlittenen Lebens ist.
Das ist eine andere Perspektive. Ja. Und die wurde durch die Tagebücher sichtbar. Bei mir war es ja ganz anders. Ich habe die Stimme Thomas Manns mit knapp 10 Jahren gehört über BBC. Also ja, Wahnsinn, am Ende des Krieges. Und wir haben da, also es war keine Heldentat in Hamerting, in unserem Land, Sid Schwarzhänder zu hören. Und da hab ich, also, und es hat mich, meine Mutter hat auch gesagt, Thomas ja? Mann, also ich habe da auch das Gefühl gehabt, ich kenne den auch schon immer, also weil Thomas Mann, ja. wahrscheinlich zum ersten Mal den Namen gehört. Und so bin ich dann, und dann lag komischerweise, wie dann die Amerikaner kamen, das war vielleicht ein bisschen, nicht gerade 45, sondern die kamen ja immer wieder mal zu uns rein, da gab es diese, bei Fischer, so eine ganz einfache Ausgabe von den Erzählungen. Ja. Oder Surkamp. Das war Fischer. Und dann, da war der Tod in Venedig aufgeschlagen. Also ich habe natürlich den nicht gelesen, ich habe überhaupt nicht verstanden. Ich war also 12 höchstens. Und da hat ein amerikanischer Offizier, der da reinkam, und er sah das liegen und hat gelesen Venedig. Und, oh, Shakespeare. Das waren meine ersten Ficky mit Thomas Mann. Ja, jetzt, also wir müssen bald schließen, aber wir sind hier in der Katholischen Akademie. Und jetzt komme ich mal auf ganz ein anderes Thema, also weg von der Literatur und komme zur Religion. Es ist ja kein Geheimnis, dass du katholisch geworden bist vor einigen Jahren, konvertiert hast, und ich habe das ja auch so ein bisschen miterlebt. Und ich meine, was soll ich dazu fragen? Was kannst du uns dazu sagen? Deine Familie ist gut evangelisch, glaube ich. So ist es, ja. Und ihr versteht euch ja auch nach wie vor, denke ich, immer noch sehr gut. Aber sie sind dir nicht gefolgt auf diesem Wege. Dezidiert nicht. Also was hat dich da getrieben, bewogen? Also das ist die zarteste Art, es zu fragen, Albert. Ich höre diese Frage sehr oft sogar in sehr viel schrofferer Form. Zum Beispiel, du bist katholisch, ja, um Gottes Willen. Wie kann denn ein klarsinniger Mensch, der es nicht sein muss und der da nicht reingeboren ist, katholisch werden? Also es wird schon oft sehr offensiv formuliert. Entweder kann man das sehr lang oder sehr kurz beantworten. Ich mache mal sehr kurz, versuche es. Erstens, ich bin aufgewachsen in einem dezidiert atheistischen Haus. Bei meiner Mutter würde ich sagen, ohne zu viel über sie preiszugeben, ist es bis heute eigentlich ein unglücklicher Atheismus gewesen. Also ein Atheismus, der gern glauben würde, aber nicht kann. Und es auch für richtig hielt, uns in diesem Unglauben als der eigentlichen, wenn auch traurigen Wahrheit zu erziehen. Die Entscheidung, mit 15 Jahren in die Kirche zu gehen, gegen den Willen dieser mich liebenden und von mir geliebten Mutter, für die das ein großer Kummer war, in die evangelische, in die Dorfkirche, es war eine kalvinistische Dorfkirche, noch weit weg von allem Katholischen. Diese Entscheidung war meine Entscheidung und war für mich ein Schritt in eine unbegreifliche Freiheit. Etwas ganz, ganz Starkes und Emphatisches, das mir bis heute geblieben ist, wenn ich an Kirche und Religion denke. Ich weiß es, und ich habe sehr gute Freunde, die mir eindringliche Dinge erzählen aus katholischen Internaten, aus pietistischen Elternhäusern, in denen sie Religion, christliche Religion, als repressiv, als heuchlerisch und dunkel und düster erlebt haben. Das glaube ich alles und kann es alles verstehen und bin überhaupt nicht blind für diese Seiten. Wie könnte ich? Aber für mich war es anders. Für mich war es ein Schritt hinaus in eine offene, weite Landschaft, in der frischer Wind wehte und in der ich mich zu Hause fühlte. Seitdem begann, das war mit 15, also 15 war ein ganz wichtiges Alter irgendwie. Da habe ich die ersten Gedichte geschrieben, die ich dann auch veröffentlichte. Da habe ich die ersten Bob Dylan-Platten gehört. Da bin ich zum ersten Mal aus freier Entscheidung in die Kirche gegangen und habe seitdem nicht wieder aufgehört. Da begann ein Nachdenken über eine Auseinandersetzung mit Religion, die mir dann auch dazu geführt hat, dass ich Religion als Abiturfach hatte, dass ich es studiert habe, dass ich eine Zeit lang dachte, ob ich nicht doch Pfarrer werden sollte. Und dann kam mir relativ früh, nämlich 1978, das war das Dreipäpstejahr, die katholische Kirche zum ersten Mal ernsthaft in die Quere. Da war ich in der letzten Schulklasse und ging hinüber zur anderen Schule, um einem anderen Gymnasium in den Freistunden, um dort am katholischen Unterricht zusätzlich teilzunehmen, weil es bei uns keinen gab. Ich wollte das einfach hören. Ich fühlte mich angezogen davon.
Und seitdem eigentlich, seit 78, habe ich mir zum ersten Mal die benediktinische Regel gekauft, die ja, ich noch habe mit den Unterstreichungen mit Lineal noch und Rotstift. Und da wäre ich schon fast so weit gewesen zu sagen, eigentlich ist es ein Irrtum, dass ich so aufgewachsen bin. Hier gehöre ich her, das ist eigentlich meine Welt. Und dann traute ich mich nicht, weil bei uns zu Hause, also in der Familie und auch bei den Großeltern und so, immer klar gewesen war, Katholiken, das sind die Götzenanbeter, die statt zum lieben Gott zu Maria beten und für die der Papst der Abgott ist und all solche Dinge. Das tat man nicht. Es kam irgendwie nicht in Frage. Und so wie ich seitdem eigentlich schon im Theologiestudium mich als einen katholischen Lutheraner gefühlt habe, fühlte ich mich dann im Laufe des späteren Lebens zunehmend als ein lutherischer Katholik. Und mein Kieler Beichtvater, wir waren inzwischen wieder in Kiel, weil ich dort eine Professur an der Universität hatte und ich dann immer zunächst heimlich mich in die Messe schlich und dann dachte ich, jetzt muss ich mal mit jemandem sprechen und dann ging ich zu dem sehr, sehr freundlichen Propst und habe viele Gespräche mit ihm geführt. Dann sagte der auf meine Bedenken und Ängste hin, dann nehmen Sie doch einfach Ihr Luthertum mit in die katholische Kirche, die kann das brauchen. Und dann werden Sie eben ein lutherischer Katholik. Und dann waren meine Frau und ich zusammen eingeladen zum Gespräch und er fragte meine Frau, was sie denn meint. Und meine Frau sagte, sie ist evangelisch und bleibt es und wir führen eine konfessionsverbindende Ehe. Und das tun wir immer noch. Sehr schön, ja. Also es war eine Konversion ohne Eifer. Also es ist gar kein großer Schritt. Die Wurzeln gehen sehr weit zurück, das habe ich nicht so gewusst. Schön, jetzt lies uns einfach nochmal, nicht nochmal was, sondern dein Benedikt-Gedicht vor. Zum Schluss, passt jetzt noch zum Schluss und dann hören wir noch Musik und dann ist es zu Ende. Ich habe Albert von Schirnding gefragt, ob in einer katholischen Akademie dieses Gedicht nicht deplatziert wäre. Es ist ein Werk der Liebe, aber man könnte es auch, weil es nicht ganz unironisch ist, missverstehen. Ein silbenzählendes Gedicht, das darauf zurückgeht, 10 Silbler sind es, das darauf zurückgeht, dass ich vor ein paar Jahren als Ehrengast an die Villa Massimo eingeladen war in Rom. Und dann darf man, wenn man dort ist, bei der Generalaudienz, der mitwöchlichen Generalaudienz, wenn man es möchte, oben auf der Empore sitzen, also relativ nah am Heiligen Vater, der dort sitzt und die Schrift auslegt, bevor er dann die Pilger grüßt und alle johlen und so. Sodass ich den mich überhaupt als Gestalt enorm interessierenden Benedikt, mein Landsmann, aus beträchtlicher Nähe sehen konnte. Und daraus ging dann etwas später erst dieses Gedicht hervor, das in dem entstehenden Band drin steht, Audienz. Es erscheint jetzt erst zu einer Zeit, in der er schon zurückgetreten ist. Vielleicht ist es nicht unwichtig, dass man diese Doppelperspektive hat, dessen, der bei der Audienz des Papstes ist und dessen, der weiß, dass der inzwischen eben überraschenderweise zurückgetreten ist. Audienz. Er geht, wie er spricht, zart und entschlossen und vorsichtig trippelnd, eine sehr weiße alte Dame, der Menge winkt er mit einer graziösen Handbewegung, die nicht kokett ist, sondern nur scheu die Form wahren soll, an der ihm gelegen ist. Über die Schrift gebeugt vergisst er leicht die Menge und spricht ins Mikrofon halblaut und in klaren Sätzen mit dem Herrn, mit sich selbst, der Schrift allein. Er schriebe lieber als zu sprechen. Er liebt die Zahl Pi für ihre Unendlichkeit. Auch das wohltemperierte Klavier, vor allem Mozarts Sonaten, weil sie nicht polyphon sind. Er fürchtet die Polyphonie, weil es jederzeit geschehen könnte, dass die Rechnung nicht mehr aufgeht. Wenn er nicht schlafen kann, macht er eine Notiz, um sich in Gedanken zu fassen, um sich zu fassen. Früh am Abend sitzt er am liebsten allein in dem halbdunklen Zimmer zwischen Schriften, Klavier, Gebet. Er geht nicht gern zu Bett. Wenn er einschläft, geschieht es ohne sein Einverständnis. Manchmal will er nach Haus, aber das ist 70 Jahre her. Dann applaudiert die Menge. Dann geht er so ab, wie er sprach. Danke. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.
natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.